einfordern. Oh, was habt ihr da für Level? Dieses Level? Huch, nicht sonderlich hoch, glaube ich. Congratulations. Management has just granted you access to the tree terminal. Das Management hat ja gerade Zugang zur Mineralienbörse gewährt. Yeah. Kannst Mineralien kaufen und verkaufen. Genau. Der Handel ist nicht zu deinen Gunsten. Ja, super, Halsabschneider-Zwerge, das war so logisch, ey. Verkaufst für 50, verkaufst für 150. Was da aber ganz cool ist, ist das Sonderangebot daneben dran. Das ist tatsächlich zu deinen Gunsten. Schlag zu, verkaufe 71 Kropper und erhalte 6876 Credits. Ja, aber keine Ahnung, brauche ich Credits? Für was brauche ich Credits? Du brauchst Kropper, tatsächlich. Also ich würde es behalten. Wenn da Kaufe steht, dann ist das ganz cool. Ja. Machen wir auch. So. Gut, dann gucke ich doch mal zum schwarzen Brett, was wir noch für tolle Missionen haben. Lizenz-Upgrade, das sind die Waffendinger. Dann haben wir hier noch Schwerlast. Beweise dich als DRG-Ölbohrarbeiter. Da gibt es einen Helm, ne? Ja, da gibt es einen Helm. So, was haben wir da noch? Blackfall, was gibt's da? Die müsst ihr auf jeden Fall machen. Die habt ihr auch beide. Die haben wir auch beide. Dann fangen wir die halt mal an. Ne? Die wird aber ein bisschen dauern, das sind 5 Missionen. Ja. Ich kann doch eigentlich... Achso, man kann immer nur eine Mission annehmen, ne? Ja, leider. Alex, geh mal bitte zum schwarzen Brett und nimm mal Blackfall an. Ja. Moment, ich habe hier gerade ein Bier gekauft. Also ich meine, ich lasse es gerade herstellen. Ja, ich habe letzte Runde Bier bestellt und nicht getrunken. Bin ohne Buff auf die Mission. Ja, du bist aber auch ohne Bier gut. Ne? Also, du hast was soll ich für eine Mission anlegen? Am schwarzen Brett. Ja, wie heißt die? Blackfall. Also wie die Seuche auf Englisch. Teil 1. Ja. Okay. Tschüss! Prost! So, wir sind. Ach so, heute müssten wir sogar mit ein bisschen Glück das erste. Oh Gott. Wir sind ja jetzt. Wir sind ja jetzt Hobbits. Oh mein Gott. Ich kann nicht mal mehr über den Dresen gucken. Ja, komm, ab in die Mission, oder? Warte. Das war kein Buffbier, das war jetzt nur das Hobbitbier. Ja, es ist ein totales Buffbier. Wir sind kleiner, die Gegner sehen uns nicht mehr. Nee, die Gegner sind das größer. Das hält noch genau 5 Sekunden an. Ja, ich komme auch nicht mal an den Dresen jetzt. Da haben wir Buffbier. So, Buffbier. Prost. Wir könnten heute eventuell die erste Ich will euch nicht enttäuschen, aber fürs Befördern müsst ihr nochmal 4 Missionen machen und die sind unterschiedlich bei den Klassen. Ah. Also wären das wahrscheinlich 2 Dienstage, bis ihr beide befördert seid. Ich muss erstmal Mission aussuchen. So, was müssen wir denn machen? Eier suchen, natürlich. Eier, wir brauchen Eier. Dann... Eier, wir brauchen Eier! Na dann, suchen wir Eier. Ja, Alex, jetzt kommt ja, ich glaube, übermorgen oder so kommt ein neues Company of Heroes raus, ne? Weiß nicht, ob du's, du da überhaupt an sowas... Aber ich habe so ein bisschen geliebäugelt damit, weil ich ja die Kampagne eigentlich immer ganz cool fand in den Vorgängerteilen. Aber... Die sind jetzt auch mittlerweile ziemlich dreist geworden. Ne? Also es gibt irgendwie noch eine Mini-Kampagne in Form von 8 Missionen. Und dann haben sie so einen Weltkartenmodus eingebaut. Das Ganze spielt dann in Italien. Und du kannst dann Italien quasi befreien. Wo ich mir halt denke, ja, da haben sie bei der Kampagne aber wieder schön gespart. Naja, aber das ist halt das Problem. Was machst du denn, wenn du als normaler Spieler die Kampagne durch hast? Dann höre ich das Spiel auf meistens. Also mach ja, ich irgendwas. Dann hätte ich doch ganz gerne eine Kampagne, die halt auch, ja, aber es ist halt nicht lukrativ. Es kauft halt weniger. Das geht halt einfach ums Online-Spielen zurzeit. Das wollen halt die Leute machen. Bring ich deine Plattform hin, bitte.
wurde dir schon mal das irgendwie... ist nicht eine Plattform. Doch, das ist eine besondere Plattform. Huh? Sieht aber auch alles gleich aus. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass die Hersteller da drauf gehen. Ja, ich meine, Common of Heroes ist ja auch eher so ein Ding, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, was ja auch viel im Multiplayer gespielt wird, ne? Also wahrscheinlich so eins, wenn nicht gerade das echte Strategiespiel, was halt noch so am meisten online gespielt wird. Aber trotzdem schade, ich bin halt immer so ein Fan bei so Strategiespielen von Kampagnen. Tada! Das war das, der Alien Fund. Ich sehe in diesem Spiel die Schleimkugeln aus. Die hängen an der. Schau da! Oben an der Decke, da wo ich gepinkt hab. Die Dinger. Was gibt es da jetzt eigentlich für Blackfall als Belohnung? Hast du es jetzt irgendwie erwähnt? Oder machen wir jetzt einfach nur, wenn du gesagt hast, wir machen die jetzt einfach mal? Es gibt tatsächlich Ressourcen, Credits, Erfahrung. Alles, was ein und Werk ich denke, macht. Irgendwas Kosmetisches ist noch dabei. Das sind zwei Missionsreihen. Ja, du stand ja auch Teil 1 dabei. Also es ist auf jeden Fall geschenkte Erfahrung mit dabei. Krieg ich da drüben auch noch eine Plattform, bitte? Ja, wenn ich auf dem Bein bin. Woher kommt so viel jawohl, ja. Shit schon wieder hier angelaufen, dass mein Flammenwerfer hier ordentlich Munition frisst. Meine Güte. Ich spiel heute in Zwerge, nicht in Zwerge, in Sterbesimulator. Ah, sowas. Du bist ja schon wieder tot. Ja, ja. Du bist nicht sehr wehrhaft. Ja, ich bin unglücklich runtergefallen und abgeschossen worden. War keine gute Kombination. So, da hinter dir. Huh. Also, ja. Können wir bitte Nitra finden? Ich, da oben ist Nitra. Genau. Ja. Okay. Bin schon dabei. Was wollt ihr von mir, ihr hässlichen? Ich hab quasi nur noch ein Feuerzeug dabei. Das ist kein richtiger Flammenwerfer mehr jetzt. Ohne Munition her. Boah. Ja, ganz schön viele Eier hier, die da verbunden sind. Wo ist denn das nächste? Ja, halt, ich brauch nur die kurz. Also, okay. Oh, was kommt da? Ich hab gerade gelernt, mit Schleimkugeln kann man auch Gegner kaputt schlagen. So, kannst holen, das Vieh. Geht die auf? Ah ne, das ging nicht mit Schleimkugeln. Oh, ah, so, das nächste Ei. Huh! Da guckt mich so ein, was ist denn das? Ein Prätorianer an hier mitten im Eierloch. Moment mal. Na! Ah, das Ei. Oh Gott, das Ei ist mir entglitten. Bursch, wir müssen hier da runter. Ach du Scheiße, was ist denn hier unten? Das werde ich. Ich werde abstürzen, weißt du, was ich bewusst. Das werde ich nicht hinkriegen. Lass Daniel mal da runter buddeln. Da runter hier? Cool. Da oben ist ein Weg, wir können auch den entlang. Vielleicht kommen wir auch da runter. Oh Gott, was ist denn da? Da ist ja noch mehr. Gott, das ist ein Loch. Oh je. Warte mal, da ist aber auch nochmal. Da ist ja auch nochmal eine Eiergrube theoretisch. Was ist denn hier gerade?
Wie viele Niedler haben wir eigentlich? Mann, du kommst hier keine 2 Meter weit, ohne dass du so ein Viecher im Arsch hängst. Einen können wir holen. Einen können wir holen. Ich würde tatsächlich schon mal einen hier rein müssen. Achtung. Falsche Taste gedrückt. Getting supply. So. Solchen Dorn neutralisieren. Ach, das war wieder das mit dem Staubsauger da, ne? Genau. Hm? Da kommt's wieder. Das Klein- und Groß-Scheiß. Ist da schon einer durchgebuddelt oder ist da noch irgendwo mal? Das da oben, das haben wir eingesackt. Achso, okay. Diese Viecher, die da immer so blaues Zeug spätzen. Ekelig. Wie sind fies. Dann tun die weh. So, jetzt wolltet ihr irgendwie runter? Oh Gott, geht das da tief runter? Runter wäre cool, ja. Oh, ich bin unten, noch. Oh Gott, ich bin so, oh Gott, ich bin unten. Du lebst noch, was ist da los? Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe. Bin ja ganz so glücklich abgeklitscht irgendwo. Warte mal, das ist so das nächste Eiercamp da, oder? Ah, oder habe ich das schon Grabader entdeckt? Ah, ich glaube, das habe ich schon aufgebuddelt. Das ist aufgebuddelt, das Ei liegt unten. Das Ei liegt, ja, es liegen 2 Eier mittlerweile irgendwo unten. Gott. Die ganze Höhle ist mittlerweile schon Käse hier. Alles klar, wurscht. Ich spring jetzt. Ich buddel doch hier gerade schon. Ja, aber ich hab meinen Tentakel. Solchen Dorn habt ihr schon gefunden? Oder? Unfreiwillig, der hat uns gefunden. Ich bin eher draufgesprungen. Versehentlich. Achso. Ich hab schon mal eine Jump-Attacke gemacht. Kann ich da springen? Überlebe ich das oder überlebe ich das nicht? Es wäre vielleicht geschickt, wenn du irgendwie so durchbuddelst, wenn wir wieder zurück müssten. Ja, ich buddel hier gerade zu dem solchen Dorn-Dingens da. Glaube ich. Was ist das? Ach so, habt ihr schon so eine Säuberungskapsel hier irgendwo hingestellt? Nö, noch nicht. Oder mal. Also hier ist gerade echt viel mehr los, ne? Von dem ganzen Viecherzeug im Vergleich zum Zweiermodus. Ja. Der Former war das, der Spezialapparat, genau. Oh, da liegt ein Ei. So, jetzt haben wir gleich so viel Nitrat, da können wir wieder bestellen wie die Weltmeister. Oh, da ist noch Gold. Da kommen so Ranken aus der Wand. Wir kennen sie nicht, die Rankenwand. Taking the lithoformer. Yes, das da oben sind Schleimsamen. Aber wie viele? Und ist die Kapsel, die wieder an der Decke hing? Ich habe mir noch gar nicht nach oben geguckt. Ich dachte eigentlich, ich bin hier ein Ei. Kein Ei für mich. Das kann ich. Ich wollte gerade sagen, doch ein Ei. Nee, doch nicht. Ich bin kein Ei. Das Ei ist weg.
Oder ist es ein Grund? Aber was ist denn da? Warum war ich hier die ganze Zeit eingesteinert? Ah! Weißt du was? Spaß damit. In so einem Nest können maximal nur ein Ei drin sein, ne? Ja. Ja. Oh mein Gott, was sehe ich denn da hinten? Oh, jede Menge Nitrat. Oh, was Mama Mia! Mach hier schon mit Dynamit rum, weil das blöde Vieh nicht verrecken will. Wo ist mein Staubsauger jetzt hingeflogen? Bin mit in die Luft gejagt? Wo habe ich jetzt dieses unfassbar viele Nitrat gesehen? Verdammt! Ich find's nimmer! Ich war doch da oben gestanden. Doch hier irgendwo gewesen sein. Da ist es. Na, wo bin ich denn hier aus der Decke gefallen? Da. Ich hab's die Draht schon wieder aus den Augen verloren. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das muss doch hier sein. Die lassen mich hier in den Staub saugen! Die haben was gegen Hauszwerge. Mann ey, können die Viecher mich nicht mal... Kurz, wo ist es denn jetzt schon wieder? Was? Ach Leute ey! Kann mich mal einer wiederbeleben? Ich wüsste wo du bist. Wo bist du denn? Du bist ja sogar bei mir? Ja, du kommst ja auch keine Sekunde zur Ruhe, weil irgendwas dich immer anspetzen muss. Dann kannst du mir ja gleich mal beim Saubermachen helfen. Wenn ich dich hier schon wieder belebe. Ich baue hier gerade ein Nitrat runter, damit du hier wieder kräftig ausgeben kannst. Gib hier gar nichts aus, weil ich hier nur am Saubermachen bin. Ja, ja, und dann heißt wieder, ich habe keine Muni mehr für meinen Flammenwerfer, nur noch ein Feuerzeug. Ja, ist ja auch so. Ja, und deswegen sammle ich jetzt Nitrat. Ei, was versteinert mich denn da immer? Das gibt's doch nicht. Weißt du nix? Wenn du in diesem Nebel rumläufst, dann wirst du verseucht. Die Anzeige läuft genauso hoch wie das Eis. Und wenn die voll ist, bist du halt gestunt. Wenn das Ding spritzt. So, wo ist denn unser Molly? Braucht den gerade jemand oder kann ich den mal kurz? Ne, kannst du rufen. Ah, warte mal, der ist eh hier um die Ecke. Ich hab hier mal was vorbereitet. Wie kochst du uns? So. Ja, aber wenn er zu mir kommt, dann können wir da eine Frachtkiste öffnen. Da, was ist denn da drin? Zeug. Ressourcen. Moment, ich baue hier noch das Gold ab. Warte mal, wir haben noch genug Nitrat, ne? Mhm. Meine Funzel braucht Nachschub. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Hallo? Aber kann ich die da unten reinpacken? Nein, das ist ein Loch. Nee. Mach das nicht. Hätte ich ja wieder freibuddeln können, wäre doch gar kein Thema gewesen, aber das geht auch gar nicht. Da unten im Loch ist ein Gang. Na, du blödes Viech, setz dich jetzt da. Da habe ich die zweite Batterie rausgezogen. Oh Gott. Oh, ah! Super. Da ist ein Loch. Haben wir da das Ei schon rausgezogen? Oder ist noch so ein... Ich habe das extra dort gelassen. Super, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Laufen, und zwar nach links.
Wenn du den Gang von dir aus nach links weiterläufst, dann kommst du wieder raus. Weißt du was, ich buddel das Eisen raus. Das kannst du tun. Wenn ich sowieso laufen muss, dann bringe ich jetzt auch wenigstens die Sachen mit hier. Das ist so gemacht, ich wollte da gerade den Schleimsaum runterschmeißen. Ist mir egal, ich bin fast reingefallen. Na ja, gut, dann schmeiß mal keinen Schleimsaum rein. Das Ding kannst du doch rufen, kannst du deinen Schleimsamen. Ich stand direkt neben dir, aber Daniel braucht Molly auch jetzt. Dann nee, demnächst. Ich brauch's gerade nicht mehr, also beziehungsweise ich bringe einfach das Ei mit. Oh Gott, jetzt hab ich ihn versehentlich gerufen. Lass halt du auf dem Weg raus noch einen Nitra, das kannst du auch noch mitnehmen. Und hier sind ungefähr 80 Schleimsamen über uns. Wie weit ist denn das bis zu euch? Oder habe ich mich schon wieder verlaufen? Auch nicht weit, also einen halben Kilometer. Also, Jetzt habe ich aber langsam die Schnauze voll von den Dingern. Ne? Du kannst dich keine 2 Sekunden irgendwo hin bewegen. Ohne dass du so ein Viech wieder an deinem Backen hängt. Molly! Molly! Bleib doch da! Molly ist auch eine Diva, ey. Alex, ich schmeiß jetzt die ganzen Schleimsamen darunter. Was soll ich jetzt machen? Fußball spielen? Ja, wir warten, bis wir Molly da wieder holen können und dann können wir die alle einpacken. Kannst du theoretisch auch holen. Okay, ich hab mich komplett verlaufen, ha? Ich bin wohl das falsche links gelaufen. Das falsche links? Das ja, links also. Eigentlich bergauf, weil ich runtergefallen bin. Dachte ich muss jetzt wieder den Berg hoch, aber irgendwie, wenn ich jetzt auf die Karte gucke, ist er jetzt schon wieder unter mir. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, du bist jetzt dann gleich im Kreis gelaufen. Jo. Meinen virtuellen Schrittzähler freut's. Flares recharging. Also ihr habt die Schleimhoden, habe ich jetzt gleich alle drin. Einer fehlt noch. Ah ne, da, ich habe einen. Alles da gut. Hinten liegt noch einer und da oben liegt auch noch ein Ei. Fertig. Wo ist das Ei? Schick. Bei dem Ei musst du auf der Karte gucken. Bin auf jeden Fall gerade unterwegs zur nächsten Eisammelstelle. Schmeißt dir noch ein Ei darunter. Oder? Da müsste nur irgendwo eins liegen. Es ist gerade vor mir. Ach da. Ah, da ist es ja. Oh, natürlich. Ach, hoppla. Jetzt habe ich schon gedacht, du bist irgend so ein Spinnenvieh, weil hier wieder die ganze Zeit die Spinnenmusik kommt. Du musst das Ei einsammeln und wegrennt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Die müssen auch programmiert werden, die Spinnentiere, die das machen. So, wir sind fertig. Ach, jetzt kann ich endlich mal meinen Flammenwerfer wieder aufladen. Wir haben noch die Frachtkiste hier. Ich ja eigentlich ins Loch gefallen bin. Die will noch zugemacht werden. Oh, der Einsammel. Kosmetik geborgen, Müllsammler. Schön. Jesus, Neue, was kommt hier noch alles? Alles. So, jetzt kommen hier meine Granaten zum Einsatz. Sollen sie mal alles durchbiegen. Ach Gott, das sind eure Drohnen, ne? Oder? Was fliegt denn da für ein dicker Wurm rum? Das sind diese Roller. Hör ich öfter. Vor allem eine Mission, wo man nach Eier sucht, ne? Wenn du suchen musst, ich nicht. Also, das heißt, wir können theoretisch jetzt die Mission beenden? Jawohl, wollte ich gerade sagen, können wir einen Knopf drücken. Hau mal auf den Knopf da. Bist du eigentlich mit Hogwarts Legacy jetzt durch mittlerweile, Alex? Nee. Nee, ja, nicht? Nee.
ist noch ein bisschen. Aber ich glaube, zumindest habe ich es mal geschafft, dass wenn das Spiel abkackt, dass das Spiel nur noch ausgeht, nicht mein ganzer Rechner. Ach so? Das hast du immer noch? Ja, was heißt das immer noch? Das löst sich nicht auf so Luft auf. Oh, keine Ahnung, ich dachte, das war nur die eine Stelle, wenn eine Cutscene kommt. Nee, das ist ein Bug. Das ist vom Spiel. Das ist bekannt. Haben wir ja. Das ist ja sehr, sehr seltsam. Ja. Das ist, das Problem ist, selbst mit den potentesten Rechnern, das Spiel schafft es halt, weil es nicht so optimiert ist, das zum Erliegen zu bringen mit VRAM und GPU-Leistung. Und dann schmiert der ganze Rechner ab? Dann schaltet sich der Rechner aus, weil das sagt Überlastung komplett. Das darf aber normal nicht sein, also wenn der VRAM scheinbar ist. Schon, es ist ein bekanntes Problem. Ja, ich sage, es darf nicht sein. Es, ja. Ne, also, was soll nicht sein? Es darf auch nicht sein, dass das Spiel permanent abkackt. Dieses Jahr kommen ja nur Scheißspiele raus, was die Performance angeht. Was ist mit diesem neuen Bioshock-artigen, was da rauskommt? Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Einzige, was so halbwegs vernünftige Performance hat von den Spielen, die heutzutage sind. Da freue ich mich. Es war mir so klar, dass du das auf dem Schirm hast. Ja, ey, das habe ich schon auf dem Schirm gehabt. Das hat noch keiner auf dem Schirm gehabt. Das habe ich schon vor 3,5 Jahren auf dem Schirm gehabt. So, seid ihr alle da? Ja. Achso, okay. Ich bin ja, genau. Und das mit Spielstand weg ist auch noch so ein bekannter Bug. In Hogwarts Legacy. Ja, du startest das Spiel neu und dann behandelt dich das Spiel so, als ob du das Spiel das allererste Mal startest, kein Spielstand mehr da, gar nichts. Okay, und dann ist das Spiel schon einfach weg. Also so richtig weg. Ja, ist weg. Das heißt, wenn du kein Dings aktiviert hast, kein Steam Cloud, dann musst du nämlich den einen alten Spielstand, also er speichert numerisch ab, ich glaube 5 oder 6 liegt immer an. Und wenn du Glück hast, ist einer da, bevor er gestartet ist quasi und hat so einen alten nicht überschrieben. Den musst du sichern. Boah. Musst das Spiel dann nochmal starten mit einem neuen Charakter bis zu einem bestimmten Punkt. Boah. Dann beendest du das Spiel, nimmst das Save, gibst es dem Namen der neuesten Save Point, dein altes Save-Stand und dann, wenn du Glück hast, funktioniert's. Und so konnte ich den alten Stand nochmal retten. Danke, Irina. Ja, das dann recherchiert mal, während ich anderweitig rumgedoktert habe. Das habe ich da alles im Stream gemacht. Das war also heutzutage fragt man sich schon, was die Entwickler sich dabei denken, was sie dann so auf den Markt werfen an Produkten.